بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine lieben Geschwister im Islam, wir wollen heute unsere Reihe fortsetzen über die Suren des Koran und heute inshallah ta'ala mit der Sura Nummer 94 und zwar Surat Asharh. Surat Asharh. Und es ist eine relativ kurze Sura, deswegen können wir sie inshallah ta'ala zu Beginn auch noch einmal vorrezitieren. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, haben wir dir nicht deine Brust aufgetan und dir deine Last abgenommen, die deinen Rücken niederdrückte und dir dein Ansehen erhöht. Also gewiss, mit der Erschwernis ist Erleichterung. Gewiss, mit der Erschwernis ist Erleichterung. Wenn du nun fertig bist, dann strenge dich an und nach deinem Herrn richte dein Begehren aus. Acht Verse. Acht Verse, in denen Allah subhanahu wa ta'ala unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Mut macht. Acht Verse, in denen Allah subhanahu wa ta'ala unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam in der Anfangszeit der Da'wa, als er sich noch in Mekka befand und nach Übereinstimmung aller Gelehrten, es gibt eine kleine Ausnahme, handelt es sich hierbei um eine eindeutig mekkanische Sura, acht Verse, in denen Allah subhanahu wa ta'ala in dieser ersten Phase des Islam unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aufzeigt, dass nach diesen schwierigen Zeiten auch leichte Zeiten kommen werden. Acht Verse, in denen unser Schöpfer subhanahu wa ta'ala nicht nur unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam aufzeigt, dass man die Hoffnung nicht verlieren darf, sondern jedem einzelnen Gläubigen dieser Umma. Acht Verse, in denen Allah subhanahu wa ta'ala unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam aufzeigt, mit welchen Gnaden er ihn überhäuft hat. Und Surat Asharh oder auch Alam Nashrah oder auch Al-Inshirah, das sind alles Namen, die wir zu dieser Sura finden. Asharh oder Al-Inshirah oder Alam Nashrah. Und wie haben wir das nochmal genannt? Dieses, wenn wir eine Sura mit den ersten Worten der Sura benennen. Wie hieß denn nochmal dieser Fachbegriff? Weißt du das noch? Ja, wir hatten einen wissenschaftlichen Ausdruck verwendet und gelernt für die Benennung einer Sura mit ihren ersten Worten. Wie nennt man das nochmal? At-Tasmiyatu ala al-Hikaya. At-Tasmiyatu ala al-Hikaya. Was heißt das, die Araber unter uns? At-Tasmiyatu ala al-Hikaya. أيها العرب أين أنتم ما معنى التسمية على الحكاية ها
يلا تفضل. يا ungefähr ها ja, التسمية ist wird benannt على الحكاية, also wie sozusagen die Sura dann auch lautet im Wortlaut. So wie sie erzählt wird, so wie sie wiedergegeben wird. Und deswegen التسمية على الحكاية. Gut. Surat al-Sharh kommt, und es geht ja hier um den Kontext der Gnaden. Die Gnaden, mit denen Allah Ta'ala unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam überhäuft hat und gesegnet hat. Diese Sura ist nach allen Gelehrten eindeutig offenbart worden nach Surat Ad-Duha, die Sura, die davor ist. Surat Ad-Duha, über die wir dann inshallah Ta'ala beim nächsten Mal sprechen werden. Und in Surat Ad-Duha geht es ja genau darum, um dieses Thema, wo Allah subhanahu wa ta'ala unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam Mut macht, ihm Hoffnung gibt und ihm aufzeigt, dass er ihn nicht im Stich lassen wird. Dass er ihn nicht allein lassen wird. Genauso wie er ihn zu Beginn, bevor er überhaupt Prophet wurde, nicht allein gelassen hat. Und Surat al-Sharh ist dementsprechend eine Fortsetzung von Surat al-Duha. Sodass einige Gelehrte unter den Tabi'un Surat al-Duha und Surat al-Sharh als eine Sura angesehen haben. Und es wird überliefert von Tawus und von Umar ibn Abdul Aziz, dem fünften rechtgeleiteten Kalifen, dass sie gesagt haben, dass Alam Nashrah ein Teil von Surat al-Duha ist. Und sie haben sie immer in einer Rak'a zusammengelesen. Das heißt, immer wenn sie eine Rak'a vollzogen haben im Gebet, haben sie al-Duha mit Alam Nashrah verbunden. Aber die meisten Gelehrten sagen, es handelt sich hierbei um zwei unabhängige Suren, die unabhängig voneinander dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam offenbart wurden. Was bedeutet es aber eigentlich, dieses Wort Asharh? Der Übersetzer Bubenheim und Nadim Ilyas haben es übersetzt mit aufgetan, etwas auftun. Und das ist die ursprüngliche Bedeutung von Asharh. الشرح هو فصل أجزاء اللحم بعضها عن بعض. Dass ich einzelne Teile des Fleisches voneinander treffe. Und deswegen sagt man auch Tashrih. Tashrih ist was? Dass ich etwas aufschneide, gerade wenn es beispielsweise um die Menschen geht. Ja? Ja, Tashrih, dass ich den menschlichen Körper aufschneide. Also beim Scharh geht es darum, etwas zu öffnen. Und deswegen diejenigen, die jetzt nicht Arabisch können oder auch diejenigen, die Arabisch können. Scharh wird ja auch in einer anderen Bedeutung verwendet. In welcher Bedeutung? Erklärung. Erklärung. Was hat jetzt Erklärung mit dem Aufschneiden zu tun? Was hat die Erklärung mit dem Aufschneiden zu tun? Warum wird das Wort Scharh, was eigentlich ursprünglich bedeutet, etwas aufschneiden, etwas öffnen, verwendet für Erklärung? Das ist ja die gängigste Bedeutung. Ja, Scharh Fulani, weiß ich nicht, der Kommentar zu dem Buch, die Erklärung zu dem Buch. Ishrah li hadha, ja, erkläre es mir mal. Genau, wenn man es erklärt, dann eröffnet man für eine andere Person die Bedeutung, die vorher verschlossen gewesen war. Und genauso auch, wenn ich den Körper öffne, was ist dann? Dann öffnen sich Dinge, die ich vorher nicht gesehen habe, nämlich die inneren Organe des Menschen. Und deswegen Scharh. Also in dieser Sura geht es um was? In dieser Sura geht es darum, dass etwas eröffnet wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er beginnt diese Sura mit einer eigentlich verneinenden Frage. Haben wir nicht deine Brust aufgetan? Haben wir dir nicht deine Brust aufgetan? Und wenn Allah Ta'ala hier so fragt, dann bedeutet das, O Muhammad, ja, wir haben dir deine Brust aufgetan. Was ist aber damit gemeint, wir haben dir deine Brust aufgetan? Was will Allah Subhanahu wa Ta'ala unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam damit konkret sagen, dass er ihm seine Brust aufgetan hat? Man könnte es natürlich wortwörtlich verstehen. Dass es irgendeinen
chirurgischen Eingriff gab in die Brust unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Gab es so etwas? Ja, das gab es. Und es gibt viele Überlieferungen, die authentisch sind, dass dem Propheten sallallahu alaihi wasallam die Brust geöffnet wurde als kleines Kind, als er bei Halima al-Sa'diyah gewesen war. Und zwei Männer dann kamen und ihm die Brust öffneten und das Herz unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam herausnahmen, in einer Schüssel aus Gold wuschen, in Eis, also sozusagen, es war Eis, und haben es dann gewaschen und dann wieder ins Herz hatten, nachdem sie etwas von diesem Herz entfernt haben und das genannt haben als der Anteil des Satans an ihm. Das heißt, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, und es gibt Überlieferungen, wo sogar ein Sahabi sagt, dass er noch diese Narbe gesehen hat an der Brust unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es gibt einige Gelehrte, die sagen, damit ist gemeint, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam innerlich gereinigt wurde, bevor er überhaupt diese Botschaft empfangen hat. Und wir haben schon oft darüber gesprochen gehabt, dass nicht jeder Mensch dieses göttliche Licht empfangen kann. Nicht jeder Mensch kann das ertragen. Und deswegen gab es ja eine weitere Waschung seines Herzens. Nämlich, wo und wann, zu welchem Ereignis wurde sein Herz ein weiteres Mal gewaschen? Bei Isra und Mi'raj. Beim Isra und Mi'raj. Bei der Nacht- und Himmelsreise. Das erste Mal wurde sein Herz gewaschen, damit er überhaupt diese göttliche Botschaft empfangen kann. Damit er auf den Empfang, die Rezeption der göttlichen Botschaft vorbereitet wird. Und interessant, als Kind. Das zeigt doch einmal auf, dass der Mensch nicht von einem Moment auf den anderen auf solch ein gewaltiges Ereignis vorbereitet werden kann, sondern das benötigt Jahre. Und wenn du wirklich einen Menschen erziehen möchtest, dann beginnt die Erziehung schon von klein auf an. Ja, viele, auch Wissenschaftler, die sich in diesem Bereich auskennen, mit Erziehungswissenschaften und so weiter und so fort, die sagen, die Erziehung eines Kindes beginnt eigentlich schon, bevor es überhaupt auf dieser Welt ist. Nämlich, wenn es sich schon im Mutterleib befindet. Dort beginnt schon die Erziehung. Im Mutterleib beginnt schon die Erziehung. Und demnach etwas ganz Wichtiges. Manche Eltern glauben, dass sie die Kinder zunächst erst einmal tun und lassen können, was sie wollen. Und wundern sich dann, dass wenn sie dann in die Pubertät gelangt sind, dass sie die Kinder nicht mehr biegen können. Und dass sie keinen Einfluss mehr auf ihre Kinder haben. Und versuchen das dann auch irgendwie wieder gut zu machen, indem sie dann mit den Kindern in die Moschee kommen und sagen, hier, übernehmt mal meine Kinder. Die Moschee wird nicht die Erziehung, die jahrelang vernachlässigt wurde und jahrelang verpasst wurde, jetzt in einem Moment wieder gut machen können. Das ist unmöglich. Das geht nicht. Guck mal, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wurde als kleines Kind, als er gerade einmal 2 Jahre alt gewesen war, schon darauf vorbereitet. Und wann hat er die Botschaft empfangen? Er hat sie empfangen im Alter von 40. Als er reif gewesen war, sallallahu alaihi wasallam. So lange brauchte er, sallallahu alaihi wasallam, um bereit zu sein. Und dann brauchte er noch einmal eine zweite Waschung, um dann das göttliche Licht mit seinem Herzen erblicken zu können. Nämlich beim Isra und Mi'raj. Weil das ist etwas, was ein normaler Mensch nicht ertragen kann. Und deswegen sagte Allah Ta'ala wie Musa zu Musa, als er ihn bat, Qala Rabbi, arini anzur ilayk. Er sagte, oh mein Herr, lass mich dich sehen. Ich will dich sehen. Gib mir die Möglichkeit, dich zu sehen. Woraufhin Allah Subhanahu wa Ta'ala zu ihm sagte, du wirst mich nicht sehen. Innaka lan qala lan tarani, afwan. Qala lan tarani, walakin anzur ila al-jabal. فَإِنِ اسْتَقَرُّ
makanahu fasawfa tarani. Er sagt, du wirst mich nicht sehen können. Aber schau zum Berg. Wenn er stehen bleiben wird, dann wirst du mich sehen. Und was geschah dann? Der Berg fing an zu beben. Musa wurde ohnmächtig, ist fast tot umgefallen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm aufgezeigt, das wirst du nicht ertragen können. Dieses göttliche Licht wirst du nicht ertragen können. Aber Allah hat Musa eine andere Stellung gegeben. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Und Allah hat mit Musa alayhi salam direkt gesprochen. Allah ehrt jeden Propheten auf eine bestimmte Art und Weise. Und da sehen wir, wie wichtig es ist, diese Vorbereitung. Und wie wichtig es ist, dass der Mensch schon von klein auf an versucht, diesen Samen dann zu pflanzen, den Samen der Rechtschaffenheit, der Rechtleitung, damit dann aus ihm eine gute und schöne Pflanze des Imans in seinem Herzen wachsen kann, die in seinem Herzen Wurzeln steckt. Und das fängt von klein auf an. Es braucht also Zeit. Was ganz, ganz wichtig ist. Und wir lernen in dieser Sura auch, dass immer der Erfolg mit was verbunden ist? Mit Zeit. Du wirst nicht vom ersten Moment an immer gleich Erfolg haben, sondern du brauchst Zeit dafür. Und wenn du bereit bist, die Zeit zu investieren, dann wirst du auch deine Ziele inshallah erreichen. Aber ohne Anstrengung, ohne Geduld, ohne diese Zeit wirst du es nicht schaffen. Es ist unmöglich, von einem Moment auf den anderen zu einem rechtschaffenden Diener zu werden. Ist unmöglich. All diese Geschichten von Awliya, von Allah Nahestehenden, von Rechtschaffenden, von Gottesfürchtigen, von Propheten, von Siddiqun, von Wahrhaftigen, das sind alles Geschichten von Männern und Frauen, welche jahrzehntelang, nicht jahrelang, jahrzehntelang Mujahadatun Nafs betrieben haben. Sich immer wieder angestrengt haben gegen ihren eigenen Nafs. Und dann irgendwann einmal haben sie diese Stufe erreicht. Hätten sie das nicht getan, seid euch sicher, meine lieben Geschwister im Islam, wir hätten von ihnen nie etwas gehört. Und ich glaube, ich habe schon so oft Beispiele genannt, ja, die darauf hindeuten, Ibrahim ibn Adham, der sich ein Jahr lang anstrengen muss, um in der Nacht aufzustehen und es 20 Jahre dann erst genossen hat. Guck mal, ein Jahr immer wieder Anstrengung. Ja, Sufyan al-Thawri mit seiner Zunge, 20 Jahre lang. Ja, immer wieder. Es braucht Zeit, Zeit. Und dementsprechend, ja, Sharh. Es kann also wirklich gemeint sein mit diesem Sharh, dass Allah Ta'ala das Herz unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gereinigt hat. Es kann aber auch gemeint sein mit Asharh, dass Allah Ta'ala die Brust unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mit seiner Rechtleitung, mit seiner Offenbarung, mit dem Wissen, mit der Weisheit geweitet hat. Dass die Brust geweitet wurde. Und Allah Ta'ala, er spricht immer wieder, wenn es um Rechtleitung geht, um was oder über was? Er spricht immer wieder über die Weitung der Brust. Dann haben wir einen sehr, sehr schönen, exemplarischen Vers hierfür, in dem Allah subhanahu wa ta'ala genau dies tut. Und zwar uns aufzeigt, was geschieht, wenn du rechtgeleitet wirst und was geschieht, wenn du die Rechtleitung ablehnst. Und zwar sagt Allah ta'ala, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Wen Allah rechtleiten möchte, dem weitet er seine Brust für den Islam. يَشْرَحْ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Ja, allein dieses, sozusagen auch, allein schon dieses Wort يَشْرَحْ. Ja, merkt ihr das? Ja? Ja, irgendwas kommt in der Luft. Ja? يَشْرَحْ. Ja? Ihr merkt die arabischen Buchstaben, auch die Worte im Asch. Ja? Asch, die Luft fließt mit. Da wird irgendwie in irgendetwas Luft reingeblasen. Ja? Es wird etwas geweitet. يَشْرَحْ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Seine Brust wird geweitet. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدَرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّمَاءِ.
Und wenn er in die Irre führen möchte, dessen Brust macht er was? Eng. Boyik. Haraj, auch sozusagen etwas Enges. Als würde er in den Himmel aufsteigen. Ka'annama yas'adu fis sama. Wenn du auf einen Berg steigst, was geschieht dann? Ja? Es wird, gibt immer weniger, ja? Weniger Sauerstoff. Und du atmest immer schwieriger. Und wenn du irgendwann einmal Profi-Bergsteiger bist, dann brauchst du Atemmasken, damit du das überhaupt noch überleben kannst. Und du hast das Gefühl, du kannst nicht richtig atmen. Und dementsprechend, das, was viele Gelehrte gesagt haben, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Brust unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam geweitet hat durch den Islam, durch die Offenbarung, durch diese Botschaft. Und meine lieben Geschwister im Islam, hierin liegt auch ein Hinweis. Ein Hinweis auf was? Auf die Botschaft selbst. Weil eine Botschaft, die einengend ist, kann die Brust nicht weiten. Eine Botschaft, die einengend ist, den Menschen einengt, die kann die Brust nicht weiten. Die ist ganz im Gegenteil. Die ist wie ein Stein auf deiner Brust, ein Felsbrocken auf deiner Brust. Wo du das Gefühl hast, dass du nicht atmen kannst. Wo du das Gefühl hast, es ist eine Last, die du am liebsten ablegen würdest. Und dementsprechend, wenn Allah subhanahu wa ta'ala über Sharh spricht, der Brust, die Weitung der Brust durch die Rechtsleitung, durch die Hidayah, durch den Islam, durch den Wahi, dann muss diese Botschaft auch etwas sein, was für den Menschen eine Erleichterung mit sich bringt und keine Erschwernis. Und ich habe gestern erst von Sheikh Ahmed al-Raisuni, diesem bekannten marokkanischen Gelehrten, man nennt ihn auch Sheikh al-Maqasid, Sheikh ilm al-Maqasid, der Sheikh, der Gelehrte, der sozusagen Maqasid überhaupt in der islamischen Welt, also sozusagen der Experte im Bereich der Intentionen der Scharia, ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich und eine ganz wichtige Wissensdisziplin im Bereich des Fiqh. Er hat, ich habe leider nicht vor mir gerade das Zitat, aber ungefähr, er hat gesagt, ja, dass die Scharia, der Islam an sich, mit seinen Geboten, er ist gekommen, um die Menschen zu erleichtern. Und dass alles, was dem Menschen das Leben erschwert, dementsprechend nicht zur Scharia gehören kann. Was ganz Wichtiges. Der Islam kann niemals was sein? Eine Einengung. Wenn du das Gefühl hast, der Islam engt dich ein, dann machst du irgendwas falsch. Da hast du irgendwas falsch verstanden an diesem Islam. Und dementsprechend, ja, wenn man sich manche, ja, Bewegungen anschaut, was heißt Bewegungen, manche Terrorgruppen anschaut, ja, was sie mit den Menschen machen, sodass die Menschen Angst haben vor dem Islam und das Gefühl haben, sie werden unterjocht durch den Islam, dann hat das mit dem Islam nichts zu tun. Dann ist das eine Instrumentalisierung, ja, eine Pervertierung, eine Vergewaltigung unserer Religion. Eine Verzerrung des Bildes unseres Glaubens. Und demnach, meine lieben Geschwister im Islam, in diesem ersten Vers, Alam nashrah laka sadrak, liegen sehr, sehr viele Weisheiten. Wie hat Allah subhanahu wa ta'ala nun konkret dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam dann auch die Brust geweitet, sodass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch wirklich immer das Gefühl hatte, dass diese Religion und diese Rechtleitung ihm Kraft gibt und dass sie ein positives Element in seinem Leben ist. Wie hat das konkret jetzt nun funktioniert? Wie hat sich das geäußert im Leben unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam? Es hat sich geäußert darin, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer Geduld hatte. Gerade auch mit denjenigen, welche sich gegen ihn gestellt haben und welche ihn bekämpft haben. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat nie diese Botschaft für seine eigenen menschlichen Bedürfnisse instrumentalisiert, wie beispielsweise das Bedürfnis von Rache, sondern diese Botschaft hat ihn immer wieder wozu gebracht, dass er bereit ist,
seinen Feinden zu verzeihen und zu vergeben. Und dass er nie für sich selbst in irgendeiner Sache, in irgendeiner Weise Rache ausgeübt hat. Deswegen wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nie für sich selbst Rache ausgeübt hat. Und dass er immer nur zornig wurde, wenn in irgendeiner Weise eine Grenze von den Grenzen Allah subhanahu wa ta'ala überschritten wurde. In der Schlacht von Uhud, als die Mushrikun den Propheten sallallahu alaihi wasallam so verletzt haben, dass sein Gesicht blutete, dass eine seiner Vorderzähne zerschlagen wurde, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach anfänglichem Zorn sich dann wieder an diese Botschaft der Barmherzigkeit erinnert und er sagte: Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. O Allah, vergib meinem Volk, weil sie wissen es nicht besser. Und da sehen wir, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat diese Botschaft nicht instrumentalisiert, sondern ganz im Gegenteil, dieser Scharh seiner Brust hat dazu geführt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sogar seinen Feinden in solchen Situationen vergeben konnte. Und dass er mit ihnen Geduld hatte. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hatte nicht nur Geduld mit seinen Feinden, er hatte Geduld mit seinen eigenen Anhängern. Weil sie sich auch in manchen Situationen gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam oder besser gesagt in irgendeiner Weise das Gefühl hatten, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier nicht richtig handelt. Wie beispielsweise in der Schlacht von Al-Hudaybiyah oder bei dem Abkommen von Al-Hudaybiyah, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Vertrag unterschreiben wollte und sich auf den Frieden eingelassen hat, während die Sahabe sich dagegen stellten und nicht einmal bereit gewesen, ihre Opfertiere zu schlachten. Weil sie waren ja im Ihram-Zustand gewesen und sie mussten jetzt den Ihram ablegen bei Al-Hudaybiyah, was kurz vor Mekka ist. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat diese Geduld gezeigt. Das alles gehört zu dieser Weitung der Brust, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das akzeptieren konnte. Und das betrifft uns auch. Wenn dein Herz, deine Brust geweitet wurde, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, mit dem Islam, dann wirst du diese Geduld aufbringen. Dann wirst du diese Geduld haben. Warum? Weil du die Botschaft Allahs verstanden hast. Und du verstehst, wenn sich die Menschen anfeinden, dann machen sie das nicht, weil sie dich persönlich anfeinden, sondern weil sie im Grunde genommen diese Botschaft anfeinden. Und du bist bereit, die Geduld zu zeigen für Allah subhanahu wa ta'ala. Ebenfalls, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer Hoffnung hatte, dass die Zukunft besser wird. Und dass er die Hoffnung auch in schwierigen Situationen nicht aufgegeben hat. Selbst in den schwierigsten Situationen hat er sie nicht aufgegeben. Bei der Schlacht von Al-Khandaq, als die Sahabe belagert wurden von 10.000 Soldaten und die Sahabe ihn dann riefen: O Gesandter Allahs, wir kommen nicht weiter bei diesem Felsbrocken. Und sie mussten ja den Graben ausheben. Sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Bismillah, Allahu Akbar. Futihat li u'titu mafatih Asham. Mir wurden die Schlüssel von Asham gegeben und dann von Al-Yaman und dann von, was war das dritte gewesen? Von Kaiser. Ja? Vom Iran, vom Persien. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat ihnen Hoffnung gemacht. Und er hat ihnen aufgezeigt, es wird eine bessere Zeit kommen. Heutzutage hat man häufig das Gefühl, dass die Leute sagen: Ach, wir können doch so und so nichts machen. Was sollen wir schon tun? Diese pessimistische Haltung. Es wird doch so und so immer schlechter. Du bist derjenige, der es besser machen kann. Dann mach es besser. Und gib nicht auf. Streng dich an. Versuch wenigstens deine Umgebung ein bisschen besser zu machen. Du kannst nicht die ganze Welt ändern. Du bist kein Staatsmann. Du bist kein Präsident. Aber du kannst zumindest versuchen, in deiner Umgebung, in deiner eigenen Familie, in deiner Nachbarschaft, in deiner Moschee, dort wo du bist, etwas zum Besseren zu machen. Das liegt in deiner Hand. Allah wird dich nur danach befragen. Er wird dich nicht danach befragen, was auf dieser Welt geschieht. Da hast du nicht viel Einfluss drauf als einfacher Mensch. Allah Ta'ala, er wird dich danach fragen, was hast du daraus gemacht? Und diese pessimistische Haltung, immer zu sagen, es wird so und so schlechter, ist keine islamische Haltung. Und deswegen, meine lieben Geschwister im Islam, sagte unser Prophet sallallahu alaihi wasallam
إذا سمعتم الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم. Hört, wie jemand sagt, ja, die Leute sind alle zugrunde gegangen, so ist er am meisten zugrunde gegangen. Ja, diese pessimistische Haltung, immer alles ist schlecht, alles schlecht. Hör auf, so etwas zu sagen, mach einfach etwas Besseres daraus. Und das lehrte unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, den Sahabe, in vielen Überlieferungen, wir können jetzt nicht ins Detail gehen, ja, dass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam immer weitergemacht hat, nicht aufgegeben hat. Ja, egal wo er gewesen war, ob er in Mekka war, ob er in At-Ta'if war, ob er in Medina war, sallallahu alaihi wasallam, Yusuf alaihi sallam, ob im Gefängnis, ja, ob als Sklave, ja, ob als Minister. Ich mache immer etwas als Muslim. Das ist dieser Scharh meiner Brust, dass ich immer dieses Gefühl habe, ich gebe etwas, ich tue etwas. Ich habe Hoffnung. Auch wenn es aussichtslos ist, ich versuche etwas zu ändern. Was kann ich denn bitte schon in einem Gefängnis ändern? Ich kann nicht viel machen, aber Yusuf alaihi salam macht trotzdem etwas. Und das ist diese Einstellung, die wir bekommen, wenn unsere Brust geweitet wird, meine lieben Geschwister im Islam. Und es gibt noch viele andere Beispiele, auf die wir jetzt aus zeitlichen Gründen nicht eingehen können. Und nachdem Allah Ta'ala jetzt unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam aufgezeigt hat, dass er seine Brust geweitet hat, bestätigt Allah subhanahu wa ta'ala dies noch einmal mit den Worten und dir deine Last abgenommen. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. Wir haben dir deine Last abgenommen. Welche Last ist denn hier gemeint? Was würdet ihr denn sagen? Welche Last ist hier gemeint? Über welche Last spricht Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Vers? Manche der Mufassirun, der Koran-Exegeten sagen, mit der Last ist gemeint die Sünde. Dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm seine Sünden vergeben hat. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Auf das dir Allah vergibt, was du an Sünden sozusagen vorher getan hast und noch tun wirst. Stellt sich natürlich die Frage, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in diesem Sinne Sünden begangen? Das ist eine lange Diskussion unter Gelehrten, ja, ob Propheten sündigen können oder nicht. Die Meinung, die am ehesten richtig ist aus meiner persönlichen Sicht, ist, sie können Fehler machen, aber nicht Sünden im eigentlichen Sinne. Sie können Fehler machen, das heißt Fehlentscheidungen treffen. Und da haben wir auch viele Beispiele im Koran, ja, عَبَسَ وَتَوَلَّ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى, wo Allah subhanahu wa ta'ala unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, aber auch andere Propheten dafür rügt und teilt, dass sie bestimmte Fehler gemacht haben. Aber das waren erstens keine absichtlichen Fehler gewesen. Das waren auch in dem Sinne keine Sünden gewesen, wie wir es heute verstehen, sondern es waren falsche Entscheidungen gewesen, die häufig auch aus entweder Unwissenheit, wie im Falle von Adam, dann getan wurden oder dann im Grunde genommen im Affekt gemacht wurden, wie im Falle von Musa alaihi salam, der dann den Kopten geschlagen hat, sodass er gestorben ist. Er hatte nicht vor, ihn zu töten, aber er wollte seinem Bruder zur Hilfe ein und hat dabei bei dieser Notwehr dann versehentlich den Ägypter getötet. Und da sehen wir, das sind nicht in dem Sinne Sünden, dass er wirklich beabsichtigt, jemanden zu töten, sondern es sind dann Fehler, ja, die sie sofort eingestehen, woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala ihnen diese Fehler auch verzeiht. Das ist eine Meinung. Eine andere Meinung ist, meine lieben Geschwister im Islam, dass damit nicht gemeint ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Sünde von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam genommen hat, sondern vielmehr ist damit etwas anderes gemeint, und zwar, dass Allah subhanahu wa ta'ala von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam die Bedrängnisse genommen hat, weil Wizr bedeutet im ursprünglichen Wissen Sinne was? Etwas, was eine Last ist, etwas, was mich bedrückt. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, dadurch, dass er die Rechtleitung bekommen hat und Allah ta'ala ihm den richtigen Weg aufgezeigt hat, hat Allah ta'ala ihm somit eine schwere Last genommen, die ihn die ganze Zeit über bedrückt hat. Nämlich, dass er nicht wusste, wie er umgehen soll mit all dem, was er um sich herum sieht, an Schirk, an Beigesellung. Dass er nicht ganz genau den Weg kannte. Und durch die Offenbarung hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm dann auch diesen Weg aufgezeigt.
Und nachdem Allah subhanahu wa ta'ala jetzt dies gesagt hat, zeigt er noch einmal, wie ihn das bedrückt hat, indem er nämlich sagt, الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ, die deinen Rücken niederdrückte. Naqt im Arabischen bedeutet was? Ist eine Art, ja, Naqt ist im Arabischen, die ursprüngliche Bedeutung ist von Naqt eine Art Geräusch, ja, was entsteht, wenn zwei Dinge aufeinander stoßen. Ja? Also wie eine Art Knall. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er verwendet hier jetzt dieses Verb anqad, ja, so als würde es mich so bedrücken, dass es schon fast, ja, dazu führt, dass meine Wirbelsäule daran zerbricht. Alladhi anqada dhahrak. So schwer ist diese Last gewesen, die unseren geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bedrückt hat. Und Allah ta'ala, er hat durch den Islam, indem er seine Brust geweitet hat, all diese Lasten dann von ihm genommen. Und jetzt kommt ein sehr, sehr schöner Vers. Und zwar, Allah ta'ala, er zeigt jetzt, wie sehr er seinen Propheten liebt. Und dass er ihm eine Stellung gegeben hat, die er keinem anderen Menschen gegeben hat. Indem er nämlich sagt, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ يَا السَّلَامُ, und dir dein Ansehen erhöht, dein Zikr, dass du immer erwähnt wirst. لَا أُذْكَرُ إِلَّا ذُكِرْتَ مَعِي, du wirst nicht erwähnt, außer, ich werde nicht erwähnt, also Allah spricht über sich selbst, außer, dass du mit mir erwähnt wirst. Und dementsprechend, immer wenn Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt wird, wird auch automatisch in der Regel, wer erwähnt? Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Im Adhan, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadan Rasulullah. In der Iqama, wenn ich dem Islam beitreten möchte, im Gebet, al-tahiyyat, am Ende mache ich Salawat auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Im Koran selbst, Allah ta'ala, er ruft jeden Propheten immer bei seinem Namen, ya Nuh, ja, Yahya, Khuzil Kitab, oh Yahya. Aber unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam ruft er immer mit Ya Ayyuhar Rasul, Ya Ayyuhan Nabi. Er ruft ihn nie mit Ya Muhammad. Er sagt nie oh Muhammad direkt. Er sagt immer zu ihm, oh Gesandter, oh Prophet. Ya Salam. Er schwört beim Leben unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, La Amruk, innahum lafi sakratihim ya'mahun. Bei deinem Leben, Allahu Akbar, Allah Ta'ala, er schwört beim Leben unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und wir wissen, wenn Allah bei etwas schwört, was ist dann? Dann bedeutet dies, dass es sich um eine gewaltige Angelegenheit handelt. Allah Ta'ala, er verlangt von uns, dass wir Salawat auf den Propheten machen. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah und seine Engel segnen den Propheten sallallahu, machen Salawat auf den Propheten. Ya ayyuhal ladhina am sallu alayhi wa sallimu taslima. Oh, die ihr glaubt, ja, macht Salawat auf ihn, ja. Und taslim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jedes Mal, wenn du Salawat machst auf den Propheten sallallahu alayhi wa sallam, dann macht Allah subhanahu wa ta'ala 10-mal auf dich Salawat. Wenn du am Freitag Salawat auf den Propheten machst, dann wird dein Salawat dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam vorgestellt. Und deswegen, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Und nicht nur das. Es gibt kaum einen Namen, ich glaube, es ist sogar der Name, der am meisten verbreitet ist auf dieser ganzen Welt. Es gibt, glaube ich, kaum einen Namen, der so verbreitet ist, wie der Name Muhammad. Alleine, wenn man nach Pakistan geht, in Indien, ja, haben wir ja einige Pakistanis unter uns, ja, da heißt jeder, ja, egal was er für einen Namen hat, ja, Muhammad Salman, ja, so und so. Muhammad Imran, so und so. Ja, man sagt zwar immer nur Imran, aber eigentlich heißt er wie? Muhammad Imran, Muhammad Salman. Immer alle heißen immer so von Muhammad. Ja, wenn jetzt schon, weiß ich nicht, wie viele muslimische Inder haben wir? Jetzt die Experten unter uns. Oder Expertinnen. Wie viele muslimische Inder haben wir? Um die 300 Millionen, oder? Circa. Ja? Und dann nochmal Pakistan. Aber die Pakistaner müsst ihr jetzt wissen. Wie viele Pakistaner es gibt? 200 Millionen. Hier haben wir auch Experten, Alhamdulillah. 200 Millionen, ja? Ja, die Hälfte davon sind Männer, ja, fast jeder davon mit Mohammed vorher. Ja, heißt du auch Mohammed? Nein, du nicht. Ausnahme.
Der einzige von 200 Millionen, der nicht Mohammed heißt. Was? Ja, ja, Allahu Alam, ja. Der einzige, der nicht heißt, die Ausnahme. Okay, du bist kein Pakistani, khalas. Ja. Bist du Pakistani oder Afghaner? Aus Indien. Ja, gut, okay. Gut. Und auf jeden Fall, subhanallah, ja, wie viele Mohammeds gibt es? Ja? Guck mal auf euer Handy, Mohammed so und so, alle heißen Mohammed, jeder zweite heißt Mohammed. Wenn du dir unsicher bist, ja, wie jemand heißt, sag einfach Mohammed. Zu 50% bist du sicher, das kannst du sicher sein, dass der irgendwie, dass es hinhaut, ja? Oder Ahmed, ja? Ja? Oder Mustafa, ja? Wie viele Mohammeds haben wir hier? Wie viele Leute heißen hier Mohammed? Bitte jetzt, macht mir jetzt keinen. Nicht ein einziger. La haula wa la quwwata, heute klappt irgendwie gar nichts. Ja? La ilaha illallah. Na ja gut, khairan inshallah. Ich lasse es mit diesem Beispiel lieber. Das mache ich mich auch unseriös. Gut. Was? Nein, ist kein Problem inshallah. Wa rafa'na laka dhikrak. Ya salam. Und selbst bei den Nicht-Muslimen. Es gibt, glaube ich, heutzutage kaum eine Persönlichkeit, die so oft erwähnt wird wie Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Egal, ob im Guten oder im Schlechten, alle reden über Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Heutzutage sind Bestseller über Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Unabhängig davon, ob im Positiven oder im Negativen. Aber immer wieder was? Ja? Immer wieder wird über unseren geliebten Propheten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam gesprochen. Wa rafa'na laka dhikrak. Und dann kommt dieser schöne Vers oder diese beiden schönen Verse, die jetzt noch einmal aufzeigen, dass der Mensch niemals die Hoffnung verlieren darf. Und zwar فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Also gewiss, mit der Erschwernis ist Erleichterung oder mit der Erschwernis geht Erleichterung einher. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Gewiss, mit der Erschwernis ist Erleichterung. Was ist der Unterschied jetzt zwischen dem ersten Vers und dem zweiten Vers? Warum erwähnt Allah Ta'ala das zweimal? Was ist der Grund? Warum? Einmal فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا und dann noch einmal إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Manche Gelehrte sagen, Allah Ta'ala, er will damit aufzeigen, dass, und sie stützen sich hier auf einige nicht ganz authentische Überlieferungen, Allah Subhanahu wa Ta'ala, er will damit aufzeigen, dass eine Erschwernis nicht zwei Erleichterungen besiegen kann. Und wir hatten das schon mal einmal erwähnt gehabt. Eine Erschwernis kann nicht zwei Erleichterungen besiegen. Len yaghlib usrun yusrain. Das ist wahrscheinlich kein Hadith, ja, wird zwar dem Propheten zugeschrieben, aber es ist nicht ganz authentisch, auf den Propheten sallallahu alaihi wa sallam zurückzuführen. Warum denn eine Erschwernis und zwei Erleichterungen? Es wird doch zweimal Erschwernis und zweimal Erleichterung erwähnt. Wer kann das erklären? Was ist der Grund? Genau. Al-Usr ist determiniert. Determiniert heißt mit einem Artikel versehen. Und Yusr ist indeterminiert. Das heißt unbestimmter Artikel. Ja? Also wörtlich übersetzt, mit der Erschwernis geht Erleichterung einher. Also eine Erleichterung. Mit der Erschwernis geht Erleichterung einher. Also eine Erleichterung. Und wenn ich im Arabischen, im Deutschen, ja, eine Sache mit Artikel wiederhole, dann ist damit immer dasselbe gemeint. Der Mann ging in die Schule und dann der Mann ging zur Arbeit. Deutet darauf hin mit der Mann, ja, dass es sozusagen derselbe Mann ist. Wenn ich es aber sagen würde, ein Mann geht zur Schule, ein Mann geht zur Arbeit, dann habe ich zwei verschiedene Männer. Ja, also auch im Deutschen würde man das so verstehen. Und genauso ist es auch. Also mit einer Erschwernis gehen zwei Erleichterungen einher. Und damit macht Allah Ta'ala uns Hoffnung, dass es so viele Erleichterungen geben kann, an die du gar nicht denken kannst. Vielleicht erkennst du die Erleichterung nicht. Und Erleichterung muss nicht immer das sein, was du glaubst, dass eine Erleichterung ist. Manchmal liegt das Gute in etwas ganz anderem, wo du es gar nicht erblickst. Vielleicht liegt die Erleichterung darin, dass Allah Ta'ala dir Geduld gibt. Das ist deine Erleichterung. Allah hat dir einen starken Rücken gegeben. Das ist doch eine Erleichterung, oder? Du wunderst dich immer, ich werde geprüft, geprüft, geprüft. Und du merkst gar nicht, dass die Erleichterung darin liegt, dass Allah Ta'ala dir einen starken Rücken gegeben hat. Das ist deine Erleichterung. Und dementsprechend, meine lieben Geschwister im Islam, Allah Ta'ala, er gibt uns die Erleichterung. Wir müssen es nur verinnerlichen
Und wir müssen immer das Gute in dem sehen, was Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat. Und der Mu'min, der das tut, der ist so wie in dem Hadith, den wir schon tausendmal gehört haben, bewundernswert ist die Angelegenheit des Mu'mins. Seine Angelegenheit ist in jeder Hinsicht gut für ihn. Wenn ihm Gutes zustößt, ist er dankbar und das ist besser für ihn. Wenn ihm Schlechtes zustößt, ist er geduldig und das ist besser für ihn. Das ist eine Meinung. Also einige Gelehrte haben gesagt, damit ist gemeint, dass Allah Ta'ala uns aufzeigen möchte, die Erleichterungen sind vielfältiger als die Erschwernisse. Selbst wenn ihr das nicht auf Anhieb erkennen mögt. Eine andere Meinung besagt, nein. Dieses Fa in dem ersten Vers macht den Unterschied. Allah sagt, Fa inna ma'al usri yusra im ersten Vers. Also mit der Erschwernis geht Erleichterung einher. Und sie sagen, dieser erste Vers bezieht sich auf wen? Er bezieht sich auf unseren Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Dass unser Prophet weiß, Allah Ta'ala, er wird mir Erleichterung bringen. Und dann kommt noch einmal der zweite Vers als Bestätigung ohne Fa. Einfach nur als allgemeines Prinzip und Aussage. Inna ma'al usri yusra. Das gilt für jeden, nicht nur für unseren Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, sondern für jeden gilt, mit der Erleichterung geht Erschwernis einher. Und dementsprechend, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, verliere niemals die Hoffnung. Wir müssen schnell machen, weil gleich Adhan ist, insha'Allah ta'ala. Allah ta'ala, er verlangt jetzt von unserem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, das, was auch dann diese Erleichterung bringen wird. Nämlich, dass ich bereit bin, etwas zu tun und dass ich nicht aufgebe. Dass ich mich niemals zurücklehne und sage, es wird schon Erleichterung vom Himmel fallen. Nein! Ich muss mich anstrengen und dann kommt die Erleichterung. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Wenn du nun fertig bist mit deiner Angelegenheit, mit deiner alltäglichen Angelegenheit, manche Mufassirun haben gesagt, فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْجِهَادِ. Wenn du mit dem Jihad fertig bist, فَانْصَبْ, dann mach weiter, steh auf, ja, und mach Ibadah. Und manche sagen, wenn du mit deinen alltäglichen Dingen fertig bist, dann fansab im Sinne von fansab ila salah, steh auf zum Gebet, komm ila salah und stell dich vor Allah subhanahu wa ta'ala. Also in jeder Hinsicht, es geht immer weiter. Nachdem ich mich vor Allah gestellt habe, muss ich mich wieder anstrengen in alltäglichen Angelegenheiten. Und nachdem ich mich in weltlichen Angelegenheiten angestrengt habe, muss ich mich wieder in was flüchten? Ins Gebet flüchten. Und so geht es weiter mein Leben lang, sodass alles zu einer Symbiose wird. Alles zu einem Einen wird und mein gesamtes Leben für Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und darin liegt die Hoffnung, dass ich weitermache und nicht aufgebe, egal wie schwierig die Situation ist. Und abschließend sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist das Wichtigste, ila rabbika farghab, und nach deinem Herrn richte dein Begehren aus. All dies, was du tust, muss dementsprechend für Allah subhanahu wa ta'ala sein. Wende dich ausschließlich Allah ta'ala zu und dann sei dir sicher, Allah ta'ala, er wird sich dir zuwenden. Ihfazillaha yahfazk, bewahre Allah, so bewahrt er dich. Ihfazillaha tajidhu tujahak, bewahre Allah, so wirst du ihn vor dir finden. Ta'arraf ilallahi farraha ya'rifka fishidda, lerne Allah in guten Zeiten kennen, so kennt er dich in schlechten Zeiten. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, und wer Allah fürchtet, dem wird einen Ausweg geben. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, und er wird ihn versorgen, von wo er es gar nicht erwartet. Wa man yatawakkala 'ala Allah fahuwa hasbu, und wer auf Allah vertraut, der wird ihm ausreichen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Brüste zum Islam erweitern, mit dem Islam erweitern. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns festigen auf diesem Weg. Möge Allah uns immer Erleichterung geben in unserem Leben und uns immer diese Hoffnung verspüren lassen und uns vor Verzweiflung, die nichts anderes ist als Kufr, als Unglaube, bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu jenen gehören lassen, welche sich anstrengen auf dem Wege Allahs und welche ihr gesamtes Leben dem Antlitz Allah subhanahu wa ta'ala widmen. Amin ya Rabbil Alamin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan für eure Aufmerksamkeit.